Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Juli. Und willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Heute nehmen wir uns hier diese Luftgaläre vor, die uns ja im vorletzten Part oder so in den Weg gestellt hat. Da hatten wir allerdings noch mit der wolkenlosen Wüste zu tun. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt sind wir hier mit dem gelben Toad unterwegs auf zur Fungimine. Aber bevor wir, wie gesagt, dahin können, müssen wir uns um dieses Luftschiff kümmern. Und das machen wir gleich mal. So, mal sehen, wie wir uns hier mit dem gelben Toad schlagen. Ich habe ja gesagt, die Hälfte macht der gelbe Toad, die andere Hälfte der blaue oder so. Genau. Aber wir starten jetzt einmal hier rein. So, schauen wir mal. Ich habe das Duck-Abzeichen habe ich wieder angelegt. Oh, jetzt kommen hier diese Aufzieh-Typen hier. Wo mir der Name jetzt auch nicht hinfällt. Ich spiel schon mal beschissen so. Wolke ist sehr gut. Komm mal her, ja, genau. Die muss ich möglichst lange behalten, glaube ich. Ja, wechseln mal auf eine 9. Weil hier wird safe irgendwo was versteckt sein. Ah, da ich doch. Oh, na wow. Aber wie schnell soll ich denn da... Das war schon mal beschissen. Aber wie schnell soll ich denn da machen? Ah, da müssen wir relativ fix sein, ja. Warte mal, kriege ich das mit rechtzeitig in die Wolke? Wir warten jetzt mal ein bisschen ab. Da wir hier die Zeit nicht verschwenden mit irgendwelchen Kumpen. Das ist mir jetzt scheißegal. Das ist mir auch scheißegal, so. So, jetzt brauche ich eine neue. So. Neue Wolke. Das könnte natürlich hier oben links irgendwas in der Ecke sein. Nee. Alter. Hier irgendwo rein. Hier rein. Ja, wusste ich. Wusste ich. Die grüne ist ja da nicht im... Da dürfte eigentlich relativ viel machbar sein hier. Ja. So, aber ein Schweib und gleich. So. Und die können wir. Den nehmen wir mal mit. Ja, den muss ich gleich benutzen. So, warte mal, oben. Nee. Ja, er muss hier gut ausweichen. Ah, ich muss ich ab. So, jetzt bin ich selber eine Wolke, oder? Och, nee. Da möchte mich wieder jemand abschießen. Scheiße. Ach, scheiße, ich muss hier, ziehe. Schieß, 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 schieß. Genau. Oh, Wolke. Was hier? Hier kannst du ruhig draufballern. Schnell! Lass mich durch!
Oder haben wir noch? So. Gut. Ja, da muss ich mit. Habe ich jetzt eigentlich? Ja, hab eher alles. Also. Nur noch ins Ziel. Bevor die Wolke weggeht. Es gibt nochmal einen Checkpoint. Okay. Ach ne, hier kommt ja meistens ein Boss noch, oder? Kann man hier noch. Der durchaus ein Secret sein können irgendwo hier oben, ne? Kommt wieder irgendjemand, wo ich denn nicht die Bombe entgegenschmeißen muss? Ach ne, irgendwas mit dieser. Ja, da muss ich den Knopf wieder drücken. Ja, du musst ja eigentlich einfach nur. Einfach nur hier durchkommen. So, das ist ja. Zack. Das ist ja nix. Es ist ja mega easy hier. So, Toad, hast du gut gemacht. Auf geht's jetzt zur Fungimine. Wenn jetzt nicht noch irgendwas mir einen Weg versperrt. So versenkt. Nee, noch so mal auf dem Teil der Blüteninseln. So, wo fangen wir an? Hier Schwierigkeit 2 fangen wir an. Nimmer satte Sagas. Sagas. Irgendwelche. Alter! Da muss ich aufpassen. Da fußt mich im Endstück hier. Kann ich die auch gucken, ob ich die auch in Seifenblasen mal reinnehmen kann? Na, warte mal. Seifenblasen ist natürlich auch schon was Cooles, weil du die halt alle verwandeln kannst. Hm, kann ich den noch verwandeln? Ach, das. Na, die frisst er auf. Ach so, okay. Die tut er auffressen. Da spukt die weg. So. Dafür ist Seifenblasen natürlich auch gut. Um höher gelegene Orte. In höher gelegene Orte zu kommen. So. Ich hoffe, da muss ich mich jetzt. Oh! Nicht unbedingt fallen lassen da unten. Und da unten ist so ein Haken. Muss ich den. Ich wollte gerade sagen, muss ich den jetzt so weit rausziehen? Jetzt bin ich so ein. Goomba. Kann ich? Nee, kann ich. Doch, kann ich. Aber ich kann natürlich kaum springen. Ich kann nur. Oh, ich muss mich. Muss ich mich verstecken vor denen. Weil ich kann mich nicht wehren. Hey, wie soll ich denn da hoch? Warte, muss ich. Schnell! Ah! Mutig. Ja. Ich möchte dich als Sabas Futter enden, ja. Ist natürlich cool, dass du Stacheln laufen kannst hier. Wie komm ich jetzt? So, jetzt muss ich warten, bis der hier.
Nee! Oh. Gott sei Dank. Ach so, hier komme ich jetzt hier hoch. Hier. So, einmal hier drauf. Ich habe eine neue Spezies entdeckt. Ich frage mich, wie du wohl schmeckst. Ja. Das ist doch sowas Cooles hier. Mal mit dem Goomba spielen. Hat mehr sonst auch nicht. Der Goomba von vorhin. Ich hoffe, es geht ihm gut. Sie ist ja versteckt oder was? Ne. Ja, sehr schön. Hast du doch einen. Aber ich weiß nicht, ich frage mich, ob die wie so ähnlich wie diese Fische, die unter Wasser sind, da diese Lilan, ob die dich mit einem Schlag, ob die dich one-hitten können, diese Viecher, wenn die dich fressen. Das könnte natürlich durchaus sein. Aber probieren möchte ich es nicht unbedingt. So, jetzt hier drüben. Hab's und du bist weg. Das könnte ein One-Hit-Kill sein. Ich meine, wenn das schon so heißt. Nur welche, die mich fressen wollen? Scheint, bin ich so zum Anbeißen, damit mich ja alle fressen wollen. Ey, die machen doch. Die machen die Blöcke kaputt, ey. Aber die kann ich besiegen, gut. Da musste ich auch noch beeilen. Dann musst du dich auch beeilen, ja, dass du das kriegst. Noch, was? Noch fünf. Halt, warte mal. Hey, haben die sich jetzt selber gekillt? Fantastisch! Hä? Hey, haben die sich jetzt selber getötet? Ich hab doch. Ja, warum nicht? Hier muss ich aufpassen. Ah, ist das scheiße. Jetzt habe ich natürlich. Oh Leute, ich habe noch. Hier muss ich aufpassen. Oha. Das wird ein gefährlicher Sprung, ja. Oh, gut. Gefährlich, gefährlich. Nein! Oh, das war. Hab ich jetzt Schwein gehabt, der hätte dich fast nicht fressen. Ach du Scheiße! Scheiße! Aber ich habe schon alles, oder? Ja, also die Frucht aber. Die blauen Münzen habe ich. Alter, wo war ich jetzt? Ich habe mich auch nicht mehr gesehen. Scheiße, Alter. Boah, die machen den Ölstress, ey. Komm her, ja. Die Powerblöcke, die halten die kurz auf, glaube ich. Was mache ich denn? Ey, warum rutsche ich denn jetzt so? Mann! Jetzt ist aber genug. Yeah!
Oh. No. Ach, Secret Egg. Nee. Ich dachte, jetzt sah so aus wie jetzt ein gleichzeitig ein Secret Exit oder doch? Doch. Ach so. Oh. Nee, doch nicht. Sonst wär's ja rot. Boah, ey. Die scheiß Viecher, Alter. So, haben wir hier alle, wirklich alles? Ja. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob hier irgendwas Geheimes noch ist. Nö. So, jetzt geht's. Hier geht's zur Funk. Oh, hier geht's auch nur weiter. Ne, hier können wir mal noch machen, glaube ich. Aber hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Abzeichen testen wir uns erst. Schwebe Pirouette 1. Ach du Güte. Gibt's immer noch alles. So, drücke in der Luft R oder schüttle. Nein, schütteln merke ich mit Sicherheit nicht. Achso. Das ist natürlich. Das ist cool. Ah, verstehe. Ach, doppelt kannst du es nicht machen. Ich dachte, du kannst deinen Wandsprung nochmal einsetzen, aber wie? Nichts ist. Dann muss ich doch warten, bis ich die Röhre. Runter gemacht habe. So. Gut. Nee, ich dachte, jetzt sieht man noch einmal, dass er zu kommen wird. Da. Ah! Was brauche ich mit, muss ich mit Anlauf? Der letzte Sprung! Zack! Juh. Ist so eine coole Fähigkeit. Ich glaube, die sagt mir auch zu. Gerade in irgendeinen Bereichen, wo du große Sprünge bewältigen musst, ist das sehr, sehr nützlich. Oder wenn dich mal kurz vom Runterfallen retten musst. Also das werde ich, glaube ich, auch mal öfters nehmen. Ihr könnt es ja für's mal anlegen. Ich würde es mal ein Weichen anlegen. So, im Garten der Piranha-Pflanzen. Oh, jetzt kommen verschiedenartige Piranha-Pflanzen als Gegner. Oh, hier brauche ich irgendeinen. Da komme ich so nicht hin. Also, wusste ich, dass da irgendwas ist. Ich muss ja irgendwie nachher wieder komplett zurücklaufen können. Ja, und so fleißig. Da hinten, da runter. Doch, darunter komme ich, wenn ich die, oder mal? Wenn ich die eine hier, den einen Block hier. Nee. Komm ich nicht, kommst du nicht hin? Okay. Kaputt machen kann ich die auch nicht. Ja, so, aber. Hm. Ah, ja. Da ist natürlich sehr nützlich. Ist das eine gute Idee, dass ich das nochmal. Ah? Aha, warte mal. Ist das der Einzige, die runter jetzt? Die geht auch runter.
Aber hier müsste irgendwie. Wie komme ich denn da hoch, Alter? Das ist irgendwie. Warte mal. Wenn das funktioniert. Ich dachte, da kommen jetzt mehrere. Ah. So, sonst hätte ich jetzt mehrere P-Blöcke aufeinander gestapelt, aber. Aber ich kann doch nicht. Hä? Das Stern, ne? Wie doof. Mücke spät. Bisschen verwirrend, muss ich zugeben. Mensch, wie die. Brauche ich erst so noch einen Pilz, wenn ich da runter will? Die kann ich besiegen. Na, da muss ich aufpassen, nicht, dass die irgendwann brauche. Die kann ich durch, oder? Ja! Ich platze gleich vor lauter Kraft! Irgendwie verwirrt mich das Level sehr, ich weiß auch nicht. Hier bräuchten. Wo gehe ich denn jetzt einen Stern her? Ich spüre ihn in meinen Wurzeln. Da ist doch mit Sicherheit irgendwas da drin. Wow. Nur wegen das jetzt, ey. Das ist doch Kacke. Hey, habe ich mit Sicherheit irgendwas vergessen. Das ist alles sehr eigenartig. Ja, hier kommt schon was hier, wie es aussieht. Das ist sehr, sehr komisches Level. Ohne Witz. Da habe ich noch nicht mal die Wunderblume gefunden. Nee. Das hat mich wirklich. Nee. Das ist nicht Trigger, das Level. Hier geht es ja doch weiter. Aber hier gehen wir später sehen, weil hier geht es zum Vulkan. Aber wir wollen ja erstmal zur Fungimine. Dann machen wir das hier, die Grenze erstmal auf. Weil die folgt ja eigentlich als nächstes. Die ist ja Welt 5. Genau. So. Welt 5 Fungimine. Ich hoffe, hier gibt es nicht so viel versteckte Level oder so wie bei der Wüste. Endlich die Fungimine. Hier soll es ja auch einen Königsamm geben. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und die Karte hilft da auch nicht weiter.
Sprechen wir doch mal mit den Poplins, die hier leben. Vielleicht haben sie eine Idee. Aber die Fungimine erkunden wir dann im nächsten Part. Machen wir erst mal Schluss. Toad wird das hier schon richten, eine Fungimine. Wir gucken mal, was das hier ist. Irgendwas mit dieses Gift, so wie mir das hier scheint. Aber schauen wir mal. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.